deutsche Meisterschaft im Fußball. Jetzt auch auf Stony TV. Unter den 30.000 Tischtennis-Clubs seit 1997. Wie man da schon finden kann. Frisch von der deutschen Meisterschaft. Finaltag, Sonntag, 25. Juni 2017. In der Gellingshalle in Fulda. Die letzten 8 Doppel kämpfen hier um den Meistertitel 2017. Er ist Meister 2016, allerdings im Einzel. Im Doppel gestern in der zweiten Runde ausgeschieden. Kann er den Titel später im Einzel verteidigen? Oder nicht? Jetzt ist er erst doppelt dran. Ein Satzgewinner. Die Berliner mit starkem Fan-Pulk angereist. Da stehen draußen ein oder sogar zwei Busse. Von den Berlinern, Hertha, BSC etc. Wir waren bei 12, ja. War mein erster Gedanke. Ich bin jetzt damit voll. Wir haben mal kurz diskutiert. Sieht so aus, als wäre er der Schirmherr dieser Veranstaltung. Wie Eierkopf. Macht man so alles rettet und sucht. Und dann einlösen muss. Und einlösen muss. Gestern Abend bei der Party oder wie spontan war das? Dann, also es war keine richtige Party. Der Aftershow-Party. Naja. Nach der Party. Die Musik war jedenfalls gut. Bob Dylan und Johnny Cash. Oh ja, die. Versus deutsche Schlagerparty. Political leicht unkorrektly, aber auch dazu, was man so alles macht. Die haben noch bessere Musik, die nicht reisen. Aha. So, aber. Da ist noch mal Zeit, dass man mich einlässt. Berlin. Berlin, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. So, da sind sie wieder. Omas Einmach-Gummiringe. Zweckentfremdet. Für das Smartphone-Video. Also bei diesem Doppel die Berliner im Vorteil durch Satzgewinn 1. Dieses Video gibt es so ganz nebenbei als Zoom-Aufnahme. Da steht die Kamera, die das hoffentlich mitschneidet, wenn kein Akku ausfällt und der Chip nicht voll ist. Das Murnauer Doppel, die besten Bayern mit dem Andreas. Deswegen können wir da auch weiterblenden, zu finden in der Reinhard Steinbrecher Knickball DM Doppel Murnau. Da kommen wir gerade zum Satzgewinn für diese beiden Herren. 15-8, das war relativ deutlich. Center Court. Auch da ist gerade Satzpause. Hinten hat man schon ein bisschen alles aufgebaut für die spätere Siegerehrung. Das ist der Schutzpatron, hätte ich beinahe gesagt, der Klickballer. Alex Fleming, zweifacher Vize-Weltmeister im Mekka des Klickball im, man höre und staune, Alexandra oder Alexander Palace.
ist wohl schon so, bevor der Herrscher des Klickball dort eingezogen ist. Hervorragender Zuspringerspieler, vielleicht der Beste, den der Osten seit 10, 20, 30 Jahren hat. Aus Leipzig spielt aber, wie könnte es anders sein, in Franken, in Mittelfranken, in Hildburgstein. Kleiner, wunderschöner Ort, Nürnberg. Und da in der zweiten Bundesliga. In diesem Jahr haben sie die riesengroße Sensation geschafft, im normalen Tischtennis wohlgemerkt, die Hildburgsteiner. Sie kamen beim deutschen Pokal unter die vier besten Mannschaften. Und das hat eine Zweitliga-Mannschaft in der Geschichte dieses deutschen Tischtennis-Pokals noch nie geschafft. War ein bisschen Glück dabei, dass sie bei der Bremen schlagen konnten, weil Topspieler Basti Steger da verletzt war. Aber der Rest musste auch erst einmal geschlagen werden. Jotti und Co. Und das hat man wunderbar gemacht. Da war Flemming auch der Mann der Stunde. Und dann ist man eingezogen ins Final Four. Diese Veranstaltung in Neu-Ulm. Mit den besten Vieren. Und da hat man sich tatsächlich den deutschen Rekordmeister gewünscht. Die Mannschaft, die im Tischtennis das ist, was Bayern München im Fußball ist. Nämlich die Düsseldorfer. Um Timo Boll, weil bei realer Betrachtung war keine der gegnerischen Mannschaften wirklich schlagbar. Und dann hat man sich gesagt, wenn man schon nach Ulm fährt und hier dann auch ausscheiden muss, dann bitteschön nur gegen die Besten. Und so kam Altmeister Nietzsche Best, zeitweise auch Doppelpartner von Alex Flemming, zu einer letzten großen Weihe und durfte gegen Timo Boll antreten. Da war er leider ein bisschen nervös. An Siegen war sowieso nicht zu denken. Boll ist ja aktuell wieder recht gut in Form, hat eine ganz starke WM gespielt. Gegen den späteren Weltmeister Marlon. Da stand es 3-2 für Marlon und dann hat Boll nochmal 8-4 geführt und man hatte die Hoffnung, er könnte zum 3-3 ausgleichen. Hat auch nicht ganz geklappt, aber tolle Leistung von Boll. Zurück aber hier zum Tischtennis. Wie sind wir darauf gekommen? Ja, Alexander Flemming nicht nur ein grandioser Tischtennisspieler, sondern wie ich schon sagte, die Ikone, der Vorzeigespieler beim Flickball. Bei den deutschen Meisterschaften natürlich nicht dabei, dazu ist er, ohne dass ich jemanden zu nahe treten will, einfach zu gut für diese Jungs hier. Und die Springer sind auch nicht schlecht. Zweimaliger Vize-Weltmeister. Und dadurch automatisch qualifiziert für die Weltmeisterschaften. Die Jungs hier wollen sich im Einzel noch qualifizieren. Aber jetzt ist erstmal doppelt dran. Schauen wir mal kurz auf den Spielstand. Also so wie es ausschaut, mittlerweile dann doch der Entscheidungssatz. Im Tischtennis ist das ja schon ungeheuer brutal, wenn es irgendwann im Entscheidungssatz 11-5 steht oder 11-10 und dann oft ein vielleicht sogar glücklicher Ball das Spiel entscheidet, ein Netzroller, ein Kantenball oder sonst irgendwas, was dem einen ganz klar gelingt und dem anderen vielleicht mit etwas Glück gut gelingt. Hier ist es noch brutal, hier gibt es keine Verlängerung. Hier braucht man nicht mal 2 Punkte Vorsprung. Gibt allerdings bis, wird man gleich sehen, hier nicht 11, sondern das 15. Und wer als erster 15 hat, ist durch. 3 Punkte getrennt also noch. Das Team im Vordergrund. Ihm erstmal zu gönnen, denn den habe ich
gestern im Einzel gesehen mit einer ganzen Menge sehr unglücklicher Entscheidungen. Da hat er öfter mal ausgesehen, als wäre er der sichere Sieger oder könnte das Spiel zumindest heimbringen, und dann ist es irgendwie doch noch unglücklich gelaufen und er hat knapp verloren. Jetzt sind Doppel hier Matchbälle, um unter die letzten vier zu kommen. Der erste zwar vergeben. Natürlich schwierig im Doppel auch noch defensiv zu spielen. Denn wer glaubt, dass Sandpapierschläge Defensivspieler bevorzugen würden, der irrt sich gewaltig. Da ist zwar im Moment hier richtig viel Angst im Spiel, da will man es vielleicht doch noch ganz sicher heimschützen, aber wenn die ihre richtigen Schläge auspacken, viel Angst jetzt. Ja, ob das gut geht, ob das nochmal gut geht. Solche Spielendungen und Endungen, ich habe schon angesprochen, gab es auch im Einzel. Jetzt muss er machen, macht ihn wieder nicht. 14-12, die Joker sind verspielt. Sie haben es mit Sicherheit probiert. Das war bisher die falsche Lösung. Die Nerven, es sind definitiv die Nerven. Die haben hier 14-8, glaube ich, geführt. Sittersieg! Mit Fotofinale, hätte ich beinahe gesagt. Meine Güte! Flugball, auch das. Ein Spiel des Kopfes, der Nerven, der Mentalität. Da hätte man es beinahe noch einmal aufs Spiel gesetzt, den eigentlich schon sicheren Sieg. Schade, ey.